Es ist ja Halloween-Saison und dafür haben wir jetzt auch ein passendes Spiel. Und zwar haben wir einen ganz komischen Vater, Leute, der uns komische Aufgaben machen lässt und noch vieles, vieles mehr. Wenn ihr nicht dieses coole Video verpassen wollt, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Und wenn ihr euch auch auf Halloween freut, dann kommentiert alle ein Kürbis-Emoji. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Oh, Kasper. Oh. Bist du das hier? Oh Gott, ja, ich sehe dich hier. Oh, was geht? Guck mal, wir können uns hinlegen. Wir sind endlich zu Hause bei Papa. Und weißt du, was wir heute feiern? Oh Gott, was denn? Halloween! Juhu! Halloween! Guck mal, ich kann auch das Licht anmachen. Alter! So, oder glaube ich. Alter, warum ist denn jetzt... Warum hat denn Papa hier noch so viel Müll hier rumliegen lassen? Was ist denn das? Ey, das so geht das nicht. Lass mal aufräumen. Da hinten sind noch mehr Müllsäcke. Okay, hier ein bisschen sauber machen. Ja, hier vorne das auch. Das Ding müssen wir auf jeden Fall jetzt auch noch sauber machen. Also das sieht auf jeden Fall echt nicht gut aus. Was hat er da gemacht? Nee, also jetzt will man hier einmal für Halloween was vorbereiten. Weißt du, ein paar Kürbisse machen und irgendwie ein paar Süßigkeiten hinlegen und so. Richtige Müll, Alter, hier. Ich krieg doch die Tür nicht auf. Die ist irgendwie verschlossen. Oben? Oben? Was ist oben? Hast du... Ah, warte mal. Wir können hier... Da. Aha. Wir müssen mit dem Gascan, müssen wir das Ding refillen, glaube ich. Ah. Damit wir, glaube ich, ein bisschen mehr Licht oder so jetzt wieder bekommen, ne? Ey, ja. Hier ist noch voll viel Müll, Alter. Oh. Wieso helft ihr alle nicht mit? Ich habe schon 7 Müllsäcke weggemacht jetzt oder so. 7 Müllsäcke? Warum ja, so und viel... Ah, hier. Weil überall noch welche sind. Mann, einer rennt auch die ganze Zeit gegen mich. Kein Wunder. Okay, komm. Ich habe alle weggemacht jetzt. Jetzt müssen wir was machen? Ey, ist jetzt, guck mal, es ist gerade schon 7 Uhr, ne, sehe ich gerade. Es ist gerade 7 Uhr. Oh, stimmt. Und warte, können wir noch durch die Tür hier? Oh mein Gott. Wir sollen Nudeln kochen für Dad. Das siehst du rechts, die Aufgabe. Wir sollen Nudeln kochen. Stimmt. Hä? Oh Gott, schnell, lass uns in die Küche gehen. Oh, ich habe doch nie in Roblox Nudeln gekocht. Aber was ist das für eine gigantische Fernbedienung? Boah. Die ist fast so groß wie der Fernseher. Wir müssen erstmal Nudeln besorgen aus dem Keller oder so. Da bringt nichts, wenn du drückst. Wir müssen erstmal aus dem Keller Nudeln besorgen. Wie wär's aus dem Kühlschrank vielleicht? Nee, ne? Oder aus dem Kühlschrank, ja. Irgendwo sind hier auf jeden Fall Nudeln. Da, Nudeln. Und jetzt... Ah. Koche ich diese Nudeln hoffentlich? Ah. Mal gucken. Oh mein Gott, du hast die schon in der Hand da gerade, sehe ich. Alter, ja. Deine sind fertig. Und zack. Okay. Lol. Ich habe schon mal. Wir müssen jetzt. Alle müssen jetzt Nudeln machen. Wir haben schon 2 von 3 Nudeln jetzt, ne? Er hat die gegessen. Was soll denn das? Warum isst denn der das? Ey, wir müssen für Papa noch welche machen, ne? Okay, warte. So. Oh, verdammt. Ja. Ich habe auch Nudel gegessen. Sollst du nicht essen? Du sollst sie abstellen, sag mal. Ja, ich hatte gerade so ein bisschen Hunger. Ne? Was soll ich denn dagegen machen, wenn auf einmal der Hunger durchkommt? Ich pack die für Papa hin da. So, jetzt. Oh, jetzt können wir essen mit Papa. Guck mal. Ich guck mal gerade. Oh, ja, Alter. Ich esse deine auf. Okay. Oh mein Gott. Wir müssen, warte, wir müssen den Generator neu befüllen. Hey, du kannst die Nudel doch essen. Ist sie doch da. Jetzt ist sie doch. Du musst sie einfach abstellen, Emma. Ich will sie nicht essen. Ich habe keinen Hunger mehr. Dann esse ich die halt, so. Komm, alles einmal ganz kurz hier schön reindingsen, refillen. Und, ja. Hat es geklopft? Ich glaube, es hat geklopft, oder? Hallo? Wer ist hier? Lass mal kurz mit Papa einfach reden. Guck mal, wir sollen mit Papa reden hier. Nein, nein, der geht jetzt raus. Der geht raus, um das zu checken, was hier abgeht. Okay. Wir können Fernsehen gucken, während er draußen ist. Okay, warte, ich mach mal an hier. Anscheinend schon, ja. Wir sollen um 10 schlafen gehen. Ah, okay, und es ist schon 9. Oh mein Gott. Ey, das kann ja was werden. Komm, lass uns mal nach oben gehen, ins Bett. Gucken wir mal ganz kurz, was hier im Bett ist. Hier vorne, hier vorne, hier vorne. Oh, ich bin auch schon mega müde. Guck mal, ich zock noch eine Runde. So, erstmal eine Runde Roblox spielen. Lalalala. Warte, wir sollen die Klimaanlage anmachen. So. Ah. Klimaanlage ist angemacht und wir sollen alle Lichter im Haus ausmachen. Zack. Ah, okay. Alter, was ist da für so ein gruseliges Bild. Oh mein Gott. Unten, macht auch nochmal unten das Licht aus da, Leute. So. Und hier ist auch noch so ein anderes Licht im Wohnzimmer. Das muss ich auch nochmal ganz kurz ausmachen hier. Okay, mach ruhig alles aus da. Ich mach erstmal nochmal an. Ah! Oh, ah! Was ist? Was ist? Ah! Ah! Was war das? Ah! Was war das? Ah! Was war das? Ich hab mich voll erschrocken. Was war das? Ey. Hey, was war das? Komm mal nach oben bitte jetzt. Komm mal nach oben. Ey, ich wollte gerade das letzte Licht ausmachen. Da kommt einfach irgend so ein Roblox-Snoop und springt mich an. Hey. Schon wieder. Was ist denn los? Ah! Alter. Oh Gott. Schnell hier weg. Mach bloß Licht an. Es wird kommen, weil wir Licht aushaben. Nein. Mach doch jetzt mal die Lichter aus. Wir sollen alle Lichter ausmachen. Okay, ist alles aus. Ist alles aus. Das hast du nicht gemacht. Was? Was? Man kann einen Jumpscare kaufen. Das ist unglaublich. Ja.
Warte mal, das ist doch noch ein Raum. Garage ist alles aus. Hier ist ein Raum noch. Oben? Ja, guck mal. Ah, locker ist da noch Licht an. So. Okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Wir müssen unten den Fernseher einschalten. Wir dürfen aber nur bis 10 Uhr gucken. Und es ist schon 10, guck mal. Okay, dann lass uns mal die Nachrichten anschauen, mal gucken. Oh mein Gott. Oh, hä? FBI-Nachricht? Irgendwie ein gruseliger Mann, der irgendwelche Leute an Halloween heimsucht? Was? Ich seh's gerade. Das FBI sucht dich schon? Das könnte, glaube ich, ganz, ganz böse enden, Kasper. Mal gucken, was er da am Ende jetzt zu sagen hat. Alter, wir müssen aufpassen. Es wurde angeblich so eine Meldung schon rausgegeben, dass da irgendwie Kinder entführt oder so. Mit dem stimmt was nicht. Ihre Sicherheit ist... Oh mein Gott. Oh mein Gott, und jetzt... Oh, jetzt gehen alle TV-Stationen... Was? Was? Komm, lass mal rausgehen. Irgendwo muss der Dad... Dad ist, glaube ich, noch draußen, oder nicht? Ja, ja, stimmt, stimmt. So, okay, gehen wir ganz kurz. Komm, ich komme raus. Ja, du holst gerade einen Jumpscare, das höre ich doch. Aber da geht's raus. Warte mal. Ah, wir sollen erstmal nach oben gehen. Wir müssen in unser Schlafzimmer gehen. Ah, ja. Und dann die Kameras abchecken. So, okay, warte mal. Aber hier oben könnte eigentlich... Bei dem Computer... Ach, ohne Witz. Unkorrekt. Ah! Oh Gott, ich hab mich selbst erschrocken, Alter. Ja, das, unkorrekt. Das kommt doch auf einen selber dann immer. Schnell! Schaffen! Geh schlafen! Oh Gott, bevor Papa nach Hause kommt, ist schon 11 Uhr jetzt. Hilfe! Hä, wo bist du? Hä? Ach so, lol, du hast ihn nicht rein, du bist nicht schlafen gegangen. Ich bin schlafen gegangen. Der schreibt da, Bro ist zu slow. Ja, weil du mich die ganze Zeit gejumpscared hast. Aber lebst du jetzt wieder? Ich sehe dich hier. Hä? Ich liege auf dem Boden. Oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Hä? Was sollen wir jetzt machen? Da sind anscheinend nur 4 übrig. Komm, jetzt hier einfach ein Tutorial. Bist du am Leben wieder? Es ist 0 Uhr jetzt. Hilfe, ich hänge fest. Ja, du musst dein Charakter mal zurücksetzen einfach. Okay, geht nicht. Ja, dann war's das leider mit dir. Oh nee, ey. Hilfe! Hilfe! Das kann doch nicht sein, sag mal. Da hat Dad dich direkt die erste Nacht geholt und du so lange Fernsehen geguckt hast. Aber ich schlafe hier, ich kann schlafen, guck. Oh mein Gott, aber Dad schläft auch gerade auf der Couch. Nein, soll ich dir sagen, warum? Weil du mich gejumpscared hast, während ich reingehen wollte ins Haus. Und jetzt kommt er einfach, oder was? Ja, ja, der kommt. Guck, man soll immer so Aufgaben machen und dann kommt er auf einmal einfach. Guck mal, der checkt da gerade ab und wir schlafen. Aber ich glaube, also ich bin ja noch hier. Also ich glaube, ich bin ja auch schlafen gegangen. Kannst du vielleicht was essen, dass du dir wieder leben kannst? Kasper! Was machst du denn? Jetzt wurde ich auch erwischt! Ey, Mann! Ich hab nicht gesehen, wie der dich doch geholt hat. Ich hätte dich auch warnen können, aber ich hab es nicht! Kasper! Ja! Yeah! Oh, Hallöchen! In was für ein Gruselhaus sind wir denn jetzt gelandet? Oh, ich weiß es auch nicht. Was ist denn jetzt aber hier ich los? Hab gehört, dass ja? wir auf jeden Fall irgendwas rumspuken sollen. Wir sollen uns erstmal Süßigkeiten sammeln, solange okay. wir können. Okay, und wir sollen doch anscheinend auch die Küche finden, wird hier auch gesagt. Ich glaube, da vorne ist die Küche. Ja. Was glaubst du, sind hier verrückte Sachen oder so? Ich habe alle meine Süßigkeiten schon aufgegessen. Ja, ich habe, pass auf, weißt du, was ich am Start habe? Ein Baseballschläger. Oh, wer ist der denn? Ich konnte es gar nicht sehen. Oh, er hat uns anscheinend schon erwartet, sagt er. Also, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal hier die Küche gefunden, Kasper. Ja, sieht auch ganz gut schlecht aus. Ne? Hier so ein Lolli nehme ich mal mit und hier. Ja, hier wird irgendwas gekocht oder so, ne? Also Lolli wir sollen das Haus jetzt durchsuchen. Ah, und wir müssen da anscheinend auch gute Items finden, die halt wichtig sind. Was ist denn hier? Die ist abgeschlossen, die Tür. Ey, lol, guck mal unten. Geh mal hier rein, geh mal da rein in dieses Grüne. Dann siehst du unten, dass das hochgeht. Ah, ach so. Lol, okay, das, also wir dürfen uns nicht berühren, wir dürfen uns nicht erschrecken lassen. Das wollen wir nicht. Okay, das wollen wir nicht. Also deswegen, ich glaube jetzt mal mit dir schnell weiter. Ja, auch verschlossen da die Tür. Das ist auch, da stand gerade, wir brauchen einen Schlüssel, den wir finden müssen. Okay. Ich glaube, ich weiß, wo der Schlüssel ist. Hier, nehme auch noch ein paar Süßigkeiten mit. Hast du da was? Hast du da was? Oh, alles verschlossen, nur eine Süßigkeit war gerade hier. Auch aber Süßigkeiten? Mehr auch nicht. Hier geht's auf, so. Ja, dann müssen wir Safe Call, hier irgendwo was. Oh, hier ist ein Schrank. Ja, irgendwo wird hier was sein. Sag mal, die kannst du gar nicht aufmachen, hier die Schränke. Nee, die kann man alle nicht aufmachen, ne? Hä? Dann hoch, dann müssen wir hoch. Wir müssen, glaube ich, hoch. Müssen wir safe hoch. Oh nein. Ah. Oh, das Essen ist schon fertig. Okay, also wir werden vielleicht mal nach unten gehen und dann was essen. Ja. Aber. Oh nein. Ah, okay, jetzt. Oh, jetzt. Wir müssen schnell hin. Okay, das Ding ist. Wir haben leider noch kein Schlüssel gefunden. Das ist ein gruseliges Bild hier. Warte mal. Hä? Hey, guck mal, ich kann da raufklicken, dann wackelt das so. Lol. Ich weiß, was es bringt. Gut, keine Ahnung, was es bringt. Aber lass mal lieber hier schnell hin und dann was essen oder so. So, jetzt bin ich ganz kurz. Lecker. So, ich sitz auch. Okay, ich bin ready. Ich hab Hunger, Papa. Easy. Let's go. Ich hab Hunger. Ab geht's. Essen. Mmh. Lecker. Bisschen Hähnchen und so. Auch ganz entspannt. Er hat gesagt, Kasper hat anscheinend 5-Sterne-Menü für uns. Ja, besser ist er auch. Guck mal hier. Gänge-Menü. Oh, guck mal hier. Haben wir jetzt mal reingesteckt jetzt hier. Aber das Ding ist, weißt du, was ich komisch finde?
Was denn? Er hat uns irgendwie schon erwartet hier, obwohl wir einfach nur hierher gekommen sind. Aber ich bin glücklich, dass wir wenigstens was zu essen haben, muss ich sagen. Ja, ist doch alles gut, wollte ich gerade sagen. Ne? Warte mal, ich guck mal gerade, ob wir uns irgendwas kaufen können hier. Das, wollen wir mal hochgehen, mal gucken? Vielleicht das, ist es oben irgendwie oder so. Das klang ganz schön heftig. Ne? Das müsste doch irgendwie der Besitzer oder so... Ho! Was ist jetzt los? Was? Also, die reden mit uns da, diese Wärter, oder was? Ich glaube schon, ne? Oh nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott, nein! Oh Gott, lauf! Lauf! Lauf, 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 lauf! Ich möchte mir eine Waffe kaufen! Ich kaufe jetzt eine Waffe! Ich habe mir eine Waffe gekauft! Achso, ich habe schon eine Waffe! Hilfe! Hier, Baseballschläger! Hilfe, Kasper! Wo bist du? Ich komme dir zu Hilfe! Ah! Ich bin in der Küche! Ich bin in der Küche! Oh, hier ist noch extra auf dem Boden, sehe ich gerade! Oh mein Gott! Die mal lieber nehmen sollen! Die sind viel heftiger! Oh, die hängen fest! Okay, okay. Die hängen fest! Bam! 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 Los, schlag die, schlag die! Bam, ich bin am Start! Boah, die haben wir gleich, die haben wir gleich! Oh mein Gott! Ja! Jawohl! Down, beide down! Sehr schön, ich hab, du sagst mal, leider 10 gut. AP verloren, ne? Du auch? Ich bin bei 73 die ganze Zeit schon, aber also alles gut, ich hab nichts verloren. Ich bin bei 71 leider nur noch, aber was ist denn hier vorne? Okay. Oh. Wir müssen halt noch... Snacks! Noch mehr... Die Snacks. Hey, hier ein Apfel für 15, hab ich gekauft, hier. Stimmt, wir können uns hier... Geil. Ah! Ah, okay. Oh cool, das gibt eben übel Leben. Der goldene Apfel. Hier so ein Medikit, ne? Warte. Hier so ein Medikit gibt's hier, dann einen Kuchen. Stimmt. Aber die können wir alle cool. Nur mit so Geistersachen kaufen. Okay, dann lass uns mal ganz kurz hier vorne hingehen zur Tür. Okay. Um einfach mal zu sehen, was sich gerade auf sich hatte mit dieser Explosion. Nein, was ist jetzt los? Du wirst nicht entkommen. Wer spricht da? Ich weiß auch nicht, Kasper. Ich habe schon sehr lange auf neue Opfer gewartet. Hä, bitte, lass uns doch in Ruhe, wir machen doch gar nichts. Ist so, wie jetzt? Wieso auf uns denn? Was ist hier denn los auf einmal? Ich hab noch gar nichts gemacht. Oh. Okay, was war das gerade, Kasper? Ich weiß es auch nicht genau, also irgendeine Geisterstimme. Also irgendwas stimmt hier auf jeden irgendwie Fall. Irgendwie schon. Raus, lass uns einfach am besten den Weg nach draußen finden oder so. Die Tür da vorne ging ja schon mal nicht. Guck mal, die sind ja auch weg, die Wärter jetzt. Hier, vielleicht können wir hier... Ja, können wir irgendwie an den Bildern wackeln? Glaubst du, da ist ein Schlüssel hinter einem von den Bildern? Das kann sein, ne? Könnte schon sein, ne? Ich guck mal. Oh, die Tür ging auf. Okay, ich kann auch hier die Schublade aufmachen. Hier ist nichts drin. Oben, hier auch nichts drin. Hier brauchen wir einen roten Schlüssel. Einen roten Schlüssel? Okay, aber wo soll der denn sein, sag mal? Der Schlüssel, der ist bestimmt bei dir da oben irgendwo, oder nicht? Ich suche gerade schon, aber das Ding ist... Oh. Ist er da drinnen? Nee, auch nicht. Wir sollten am besten mal einfach den Butler finden. Vielleicht wird er uns da sagen, wo wir hin müssen. Ja, okay. Aber... Ja, ich sag mal... Nicht in den Räumen hier. Nee, leider hier sind noch ganz viele Räume, sehe ich gerade. Ja. Okay, müssen wir mal durchgucken. Okay, boah, mega viele Räume. Aber lass mal lieber nach unten gehen. Ich glaube, das ist in der Küche. So. Ja, okay, dann lass runter. Ist hier der Butler? Ich geh mal ganz kurz. Nee, hier liegt irgendwas. Hier liegt ein roter Schlüssel. Wow, sehr gut. Ich habe einen roten Schlüssel gefunden. Dann müssen wir jetzt oben zur Tür, weißt du? Zur roten Tür, ne? Hm, ja. Okay, dann nehme ich den mal ganz kurz hier auf. So, jo, sehr schön, und sehr schön. Zack, und jetzt kann ich damit, glaube ich, hochgehen, ne? Hier, guck ich nochmal rein, auch alles leer. Ich komme dann jetzt mal, wo bist du? Ja, ich bin oben, du siehst auch das Schloss auf der Karte. Siehst du auch das Schloss da, siehst du das? Ja, stimmt, ich sehe es, ich gehe da jetzt hin. Kann man sich noch so waschen und so, hier ist ein Badezimmer, okay? Kommst du mit zur roten Tür? Ja, ich komme, alles gut. So, der Meister. Warte, ich gucke hier noch einmal kurz durch, ob hier noch so. Ja, ich mache jetzt mal die rote Tür auf hier, so, und... Ja. Wow. Was ist da? Okay. Ist hier irgendwas in den Schubladen drin? Ja. Yeah. Nee. Okay, ich wurde irgendwie teleportiert. Oh, da waren so Geistermünzen. Ach, die Geistermünzen, da waren es eben auch Geistermünzen. Guck mal, hier geht's weiter, Broxo. Was ist denn hier oben? Eine Schriftrolle. Warte, hier sind nur noch ein paar Sachen. 0929 genau. Lego. Hier ist auch eine Schriftrolle. Hier? Der Schlüssel zum Garten ist hinter dem Painting. Oh. Und irgendwas ist anscheinend in der Hütte oder so. Also hinter einem Gemälde ist anscheinend irgendwas zum Garten oder so. Okay, also sollen wir wieder raus oder was? Oh, hier sind voll viele so Tipps, ne? Aha. Ah, da sehe ich ein Gemälde. Komm, hier ist das Gemälde, glaube ich. Stimmt, hier sind überall Gemälde, ne? Nee, okay, das war's nicht. Ich habe hinter einem geguckt, da war es nicht. Okay, pass auf. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, was das Ding hier gesagt hatte. Wir müssen anscheinend irgendwas Nützliches dann noch finden in der Hütte. In so einer... Okay, du kannst ja mal nach der Hütte gucken, dann würde ich sonst den Schlüssel suchen. Hinter den Bildern. Nee, wir müssen allgemein... Wir müssen jetzt jedes Bild einmal dran wackeln. Ah, okay. Aber hier das Bild soll mit einer Hütte sein, oder was? Nein, da hinter dem Bild ist eine Hütte. Ach so. So, ist hier vielleicht noch irgendwas hinter? Oh, ja! Hier ist ein Schlüssel. Was ist? Okay. Sehr schön. Ich habe den Gartenschlüssel gefunden. Ja, sehr gut. Ah, da drüben. Okay, sehr schön. Und den hier geht's auch lang. Hier unten. Ja, ich komme jetzt. Runter müssen wir. Müssen wir hier runtergehen, ne? Dann müssen wir, glaube ich, jetzt hier mit dem Schlüssel in den Garten gehen, logischerweise. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was da ist, ne? Oh, da könnte schon was irgendwas versteckt haben, ne? Da könnte auch die Stimme sein, also da müssen wir echt ein bisschen vorsichtig auch sein. Nicht, dass wir da jetzt in eine Falle kommen oder sowas. So, dann machen Kann sein, ne? Oh mein Gott! Was? Oh, doch, das war eine Falle! Ihr werdet das hier nicht lebend rausschaffen. Was? Wie jetzt? Was willst du von uns auf einmal?
Oh Gott, nein. Oh, nein, Zombies. Zombies, Kaspar, oh Zombies. Okay, komm. Die müssen sich kaputt hauen. Den hol ich mir hier. Ah! Ey, der zieht voll Leben ab. Bam. Komm. Bam, aua. Ah. Drauf. Ich hau ihn. Ja, sehr schön. Haben wir. Jawohl. Haben wir. Okay. Okay, weiter geht's, komm. Da vorne sind noch zwei. Okay, du den leichten. Ich kümmere mich um den rechten. Bam. So. Das war's mit dir, du blöder Zombie. Du kriegst mal hier einen Knüppel auf den Kopf. So. Bam. Oh, ja, alles gut. Ich gebe ihm Blut hier. Oh mein Gott, ich bin fast tot. Wie viel Leben hast du noch? Ich muss einmal Medikit kaufen. So, Medikit ist gekauft und benutzen. Das habe ich hier ein bisschen belebt. Ich habe meinen. Hast du deinen auch? Ich habe meinen auch. Okay, sehr gut. Okay, sehr schön. Nein! Okay. Oh, guck mal, hier ist ein Labyrinth. Hier geht's, glaube ich, gleich weiter. Okay. Ja. Hast recht. Dann würde ich sagen. Aber die Stimme, ne, ist echt gruselig, ne? Also, die ist schon echt ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Menschen 2, gruselige Stimme 0, ne? Hat er verloren anscheinend. Eure Aktionen werden nicht toleriert. Oh, aber anscheinend ist er nicht so stark, weil wir haben ja schon zweimal seine Gegner. Anscheinend ist er nicht so stark, ne? Er hat seine Leute da losgeschickt, da geholt. Ich würde sagen, Kaspar, wir gehen jetzt einfach hier durch das Labyrinth durch. Ins Labyrinth rein. Okay. Und dann gucken wir, wo es lang geht. Oh nein. Hä? Oh Gott. Hä? Wo müssen wir denn lang? Lauf einfach durch. Wir müssen das Labyrinth einfach schaffen. 30 Schnell. Sekunden, okay. 30 Sekunden nur noch. Alles gut, das schaffen wir. Und pass auf, dass du nicht durch die Fenster läufst. Ja, hab ich gesehen. So, ich hab's geschafft. Ja, ich hab's auch. Okay, sehr schön. Wir sind safe. Okay, ist das irgendwas. Eine Taschenlampe habe ich gefunden. Oh, ja? Stimmt, ja auch eine Taschenlampe. Sehr cool. Was ist das da in der Ecke? Weißt du das? Nein, das war's noch nicht. Wie ist? Wir müssen weiter. Das war's noch nicht. Doch, klar. Echt? Ja. Hast du es aufgesammelt hier auch da in der Ecke? Ich kann es nicht aussammeln. Jetzt. Okay. Auch eine Taschenlampe, Gas. Oh nein. Ist das ein Geheimeingang oder was ist das? Was ist das jetzt? Was ist das denn? Nein, das ist die... Poltergeist! Die geheime Stimme. Ich hab euch genau da. Der Butler, ja, alles ist gut, ich weiß. Alles gut. Hier sind keine Monster mehr. Brauchst dir keine Sorgen machen. Alles entspannt. Alles gut. Dann sind wir also jetzt auf jeden Fall wieder im Haus drin. Sind wir wieder im Haus, aber... Hast du den Geist nicht gesehen hier, oder was? Hab ich ihn gesehen. Bam. Hab ich so gemacht, ne? Ja, ich meine den Butler. Ach, er weiß natürlich nicht, welchen Geist. Das ist dann wieder logisch. Natürlich, war wieder klar, ne? Haben sie wieder keine Augen, ne? Unglaublich. Weißt du, was ich glaube? Ich glaube, dass der Butler tatsächlich irgendwie... Der ist da bestimmt involviert, ne? Der hat da... Das stinkt doch. Glaubst du? Der macht doch da irgendwas. Ja, ich glaube das. Ich kann meine Süßigkeiten essen, die ich aufgesammelt habe. Ja, mach ich die ganze Zeit schon. Ach so, deswegen habe ich jetzt auch wieder so viel Leben. Ah. Also wirklich. So, hier. Okay. Ich kaufe mir hier mal so einen Kuchen. Ah, kann ich auch gar nicht. Aber Kaspar, ich würde sagen, wir müssen jetzt wirklich hier den Ort verlassen. Das ist mir nicht ganz geheuer. Auch wenn ich den in der Taschenlampe weggeleuchtet habe. Ja, okay. Ja. Vielleicht kommen wir hier raus irgendwie. Na toll. Der Butler sagt gerade, dass draußen ein Sturm ist und die nächste Seele ist 100 Meilen entfernt. Na toll. Also das war's dann wieder komplett. Dann lass uns einfach hier irgendwie wenigstens die Nacht verbringen. Ich meine, die haben so viele Schlafzimmer. Ja, pass auf, ich habe eine gute Idee. Hier war doch irgendwo. Nee, hier nicht. Komm mit. Ja. Wir gehen hier drüben ins Schlafzimmer und legen uns hin. Ich meine, jetzt haben wir doch nichts mehr zu befürchten, oder nicht? Hast du eigentlich recht. Aber ich nehme das rote Zimmer. Ah, oh, du hast dich schon reingelegt, ne? Nee, ich gehe jetzt ins rote hier. Du, hier ist noch ein Bett für dich. Hier, komm ran. Okay. Das ist mein Bett. So, aber logischerweise müsstest du erstmal waschen vor dem ganzen Untum hier. Ja, stimmt. So, ich glaube, wir müssen hier rechts lang. Ha, rechts du gehst lang? Falsch. Du gehst Nein, falsch. Nein, ich komme da schon. Ich kenne mich besser aus hier. Yeah. Oh. Okay, dann würde ich mal sagen. Watsch ich mich mal ganz hier kurz. So. Ich auch, so. Ist doch alles entspannt hier. So. Ja, normal. Bisschen waschen hier drin, alles easy. Ich gehe hier auch nochmal kurz so. Ich geh nochmal in die Badewanne. Okay. Sehr gut, dann lass uns wieder zurückgehen. Ich schlaf jetzt, Kaspar. Du musst auch schlafen. Gute Nacht. Okay, ich komm, alles gut. Oh, das riecht gut, oder? Irgendwie riecht's gut, ne? Ja, ich bin hier auch noch im Badezimmer, also alles easy. Ich komm mal zu dir. Ja? Oh, bist du am Schlafen noch, oder was? Ja, ich hab nur geschlafen. Aber glaubst du, der Butler hat uns Dessert oder so gemacht? Der meint, dann machen wir uns Dessert. Okay, lass mal unten gucken. Vielleicht ist das schon was Leckeres oder so. Ich glaube schon. Vielleicht... Oh mein Gott. Oh Gott. Was denn Bedien das dich. Für ein Ding? Oh mein Gott, das sieht so lecker aus, ne? Oh. Nur was? Was? Wie jetzt? Das hätten wir nicht essen dürfen anscheinend. Der Kocher sagt irgendwie, wer hat meinen Kuchen gegessen? Nein. Nicht gut. Okay, pass auf, wir müssen schnell verstecken, Kaspar. Da ist er! Oh Gott. Kommt er! Lauf! Nicht in seine Radius rein. Hier, schnell. Nach rechts. Hä? Kaspar? Du kannst wieder reinkommen. Ich bin safe hier. Ja? Er verfolgt mich? Ja, der ist hier. Guck mal, der guckt durch die Wand durch. Hä? Ah! Geh nicht rein. Macht dir der Schaden? Okay, komm, ich schlag ihn von hinten. Lock ihn mal an der Wand da hinten. Mach ich doch schon. Okay, pass auf, ich schlag ihn jetzt von hinten. Hau ihn. Oh! Hey! Hau ihn. Nein, den kann man nicht hauen.
Du musst nur abhauen, oder was? Los, 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 los! Ja, ah, lauf, Kasper, lauf! Oh, alles gut. Lauf, du musst nur... Hä? Ah! Ich bin fast tot, Broxo, du musst jetzt einfach ein bisschen ran da, los! Lauf weg einfach! Lauf, 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 lauf! Hier rein, hier rein, hier rein! Oh, das Ding ist unter uns, das Ding ist unter uns, alles easy. Der ist zu blöd. Guck mal, der ist blöd! Was ist denn mit dem, sag mal, der kann uns doch gar nichts anhaben. Ah! Nein! Was machst du? Bist du verrückt oder was? Hilfe! Hier ist Sackgasse, Kasper! Hier ist Sackgasse! Ja, ich chill hier oben. Ich chill hier oben jetzt. Ich bin fast tot. Lauf! Ich bin fast tot, Kaspar. Lauf! Nein! Der wird uns so lange verfolgen, bis wir irgendwie uns versteckt haben oder so, ne? Wir müssen irgendwo hin, oder? Alles gut, okay, alles gut, alles gut. Soll er kommen, soll er kommen. Okay, ich geh jetzt hier irgendwo... Warte mal, vielleicht müssen wir den auch anleuchten. Weißt du, wie den Poltergeist eben? Glaubst du? Ich bin eingesperrt. Doch nicht. Oh Gott, das war gerade... Hast du ihn eingeleuchtet? Nee, okay, anleuchten bringt nichts. Anleuchten bringt leider nichts. Ey, er ist verschwunden! Ich hab ihn angeleuchtet, ich hab jetzt doch was gebracht. Ja? Hey! Ja, ich hab ihn angeleuchtet, du musst ihn anleuchten. Hilfe! Nein! Ja! 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 Wir haben ihn nochmal, sehr schön, okay, okay. Okay, noch einmal anleuchten, okay. Haben wir ihn. Okay. Anleuchten. Ja, jetzt. Ja! Das war's mit dir, du blöder Geist. Sehr schön, sehr schön. Wir haben ihn auf jeden Fall verscheucht. Hey, der Bock ist an der Ecke. Was? Option 1, er ist ein Geist und wir müssen ihn attackieren, oder? Frage, ob er ein Geist ist. Wir attackieren ihn! Er ist ein Geist, er ist ein Geist, er ist ein Geist. Er ist garantiert ein Geist, ich sag's dir. Er ist garantiert ein Geist, ich seh's auch. Und? Hast du alles bereit? Hast du den Baseballschläger bereit? Ich hab ihn bereit, den Baseballschläger. Komm, Kasper, lass nach unten gehen, okay? Wir gehen jetzt einfach nach unten. Ja, okay, okay. Wir gehen nach unten und dann bin ich echt gespannt, was da sein wird, ne? Bin ich auch, bin ich auch. Ich hoffe, aber eigentlich ist es gut, nach unten zu gehen, weil der Keller ist eigentlich nichts Gutes, weißt du? Ja, aber wir können auch nicht durch den Sturm nach Hause gehen, da sind 100 Meilen. Wir gehen nach unten, was soll schon passieren? Oh, oh Gott, wo sind wir? Oh Gott, irgend so ein Verlies oder sowas, ne? Oh mein Gott, okay. Es endet hier und jetzt. Was? Oh Gott, kommt jetzt der Mega-Monster oder nein. Was ist los? Ich glaube, wir sind in eine Falle getappt oder so, Kasper. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, da ist jetzt irgendwie so ein Mega-Monster. Oh Gott. Glaubst du, das Skelett wird lebendig? Ja, ich könnte es mir vorstellen. Skelett. Okay. So freundlich sieht das gar nicht aus. Okay, alles gut. Komm. Komm, wir laufen hier weg. Denkst du, der beißt? Ja, ich glaube, wir dürfen das nicht berühren. Wo müssen wir jetzt lang? Hörst du das? Hä? War das? Oh, da, pass auf! Oh mein Gott. Pass auf, da war der gerade, der Poltergeist. Pass auf. Anleuchten, anleuchten. Ah! Nein. Ich bin tot. Nein. Ah! Anleuchten, anleuchten. Oh mein Gott. Oh mein Gott, der hat mich einfach direkt geholt. Ich leuchte ihn auch an. Ha. Ich leuchte ihn an. Hast du angeleuchtet? Ah. Oh, pass auf. Ich leuchte ihn gerade an. Ich habe ihn angeleuchtet. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut. Pass auf. Oh, wie viel Leben hat er denn? Sag schnell. Mal. Schön, schön. Lass dich nicht treffen von dieser Welle. Nein. Ja, sehr schön. Huh. Ah. Ey, Mann, wie stark ist denn diese Welle von dem? So, jetzt hier. Ich leuchte ihn an. Okay. Ey, Mann, das ist so stark, diese Welle von dem. Er hat voll viel Leben. Ja, du musst alleine machen. Jetzt ist er schwach, Komm, ran. Ja! Du hast ihn. Wow! Nein! Schnell, pass auf. Nein! Ah! Boxen! Hilfe, es ist auf mir drauf! Bleib stehen! Es ist auf mir drauf, Kasper! Ich boxe es dann, Kasper, es ist wie eine Spinne! Ich schlag es kaputt! Ich auch! Wie macht das? Ich bin fast tot, das zieht mir voll Leben ab! Ich bin auch fast tot! Ah! Wo's hin? Oh! Es ist auf dir drauf! Ja, machen wir! Jetzt kommt der Poltergeist! Da ist er wieder! Ich muss mir ein Leben kaufen! Ich kaufe mir Leben! So, und Süßigkeiten. Wo kann man sich Leben kaufen? Oh, lauf weiter. Nein, ach Mann, jetzt hab ich nicht aufgepasst. Ey. Pass auf, er attackiert immer noch. Also irgendwie ist der Geist stärker geworden. Aber so, angeleuchtet den. Nein, Kasper, Hilfe, ich brauch deine Hilfe. Ja, ich kann halt gerade noch nicht, ich brauch Robux. Hä? Hier ist gerade ein Skelett runtergesprungen. Was? Da, noch ein Skelett runtergesprungen. Was für zwei Idioten. So. Da bin ich wieder, Broxo. Sehr gut. Oh, okay, also du hast ihn... Oh, wow. Ey, ich bin direkt wieder tot. Ey, das war stark. Ich habe mir schon über 100 Romax ausgegeben. Das war stark, hast du mal auf. So, jetzt das ist mega stark. Ey, ich dachte, das wäre schon wieder gewesen. Also dann hätte es echt für mich gereicht. Ne? Das hätte für mich gereicht. Oh, ey, nein. Also, nein, ich bin auch drauf gegangen. Es reicht mir. Wie viel Ruhe soll ich hier noch ausgeben? So, oh Gott. Komm, jetzt müssen wir ihn anleuchten. Also. Pass auf, du musst noch warten, bis da steht weak. Jetzt ist es mit dem, es war es mit dem. Ja! Nein, Skelette. Nein. Ah. Ach, du
blödes Skelett, du Haut und Knochen! Passt, du musst so spring hier rüber und dann schnell dahinter. Ja! Wir haben es geschafft! So, lass raus hier endlich. Also das war echt eine Gruselerfahrung. Ist so, muss ich auch sagen. Raus hier aus dem Loch. Aus dem Loch. Viel zu gruselig hier. Komm, wir gehen jetzt, Kasper, wir gehen jetzt. Ich mag das sowieso nicht mehr hier. Juhu! Wir haben gewonnen! Wir sind entkommen! Also ich musste mich da auch echt oft zurückkaufen, ne? Also das war echt, also ich sag's wie es ist. Also das war schon witzig. War teuer. Das war witzig. Das soll's von dem Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Checkt ganz mein Video aus. Einfach draufklicken. Wir sehen uns morgen wieder beim neuen Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.